Sodala, wieder der nächste Versuch hier in, was haben wir diesmal? Ach, Kaltherz, nein, ich hasse es. Kaltherz ist rotzig, aber auch da werden wir probieren, einen perfekten Run hinzulegen. Und zwar bedeutet das für uns, dass wir einmal die 5 Diamanten haben wollen. Dafür brauchen wir, warte mal, das brauchen wir nicht, die Hall of Fame. Hier, da wollen wir hin. Genau, das bedeutet, wir wollen einmal 200 Punkte erreichen. Will ich das in Kaltherz haben, dass ich die ganze Zeit geslowt bin? Ich soll's nicht machen. Ich sollte es nicht machen. Das ist eine schlechte Idee, was ich hier tue, aber wir tun's, ja. Also, das ist ultimativ stark, ja. Du machst einfach mit allem 50% mehr Schaden, was eine schicke Sache ist. Aber jedes Mal, wenn du da gehittet wirst, wirst du geslowt. Und wenn du jetzt ein Event hast, wo du viel moven musst und du halt dann nicht mehr moven kannst, weil du 100% slow hast, dann ist es immer nicht ganz so geil, sagen wir es mal so. Jetzt ist die Sache, in Kaltherz kann ich wahrscheinlich jetzt eh nicht so die riesen duper super Gigapuls machen. Wobei, du hast hier schon so Sachen, wo so Mobs von oben vom Himmel runterschießen, ne? Und da müsstest du eigentlich schon rauslaufen, sonst wird's ätzend. Ich als Druid habe jetzt den Vorteil, dass ich jedes Mal... Das hier meine ich. Ich glaube, die hauen auch ziemlich viel Schaden raus, die Viecher. Ich habe jetzt als Druid den Vorteil, dass ich shapeshiften kann und es jedes Mal runternehmen kann. Das, der einzige Nachteil daran ist, ich muss da aus der Bärengestalt halt raus, ne? Und wenn ich jetzt so einen Giga-Mega-Pull mache und aus der Bärengestalt rausgehe, läuft halt meistens nicht ganz so gut für mich, ja, sagen wir es mal so. Deswegen ist es halt immer so ein Gegamble. Also, wenn du auf Nummer sicher gehst, ist das eigentlich ein Trade, den du nicht mitnehmen willst. Diese Tussen, ne? Die one-shotten einen halt, wenn es blöd läuft. Komm, wir machen jetzt mal. Wenn du die Schlundratten-Trade bekommst, und zwar relativ früh, dann lohnt es sich, den mitzunehmen. Weil der erhöht halt dein Leben. Wenn es gut läuft und da viele Schlundratten so rum sind, schon relativ stark, ne? Klar, das gibt bis zu 100%. Das lohnt sich vor allem in den gewundenen Korridoren und halt in Ebenen, wo du viele Schlundratten hast. Gut, jetzt hier im Kaltherz. Ja, ich glaube, da haben wir gar nicht so viele Schlundratten, wenn ich ehrlich bin, aber geht's denn weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Ich hasse halt Kaltherz, weil hier sind irgendwie zwei Mobgruppen, das sind alles Caster, die kannst du nicht vernünftig weiterziehen und dann stehst du, dann kämpfe ich immer ewig gegen zwei oder drei Mobs und das kostet mich so viel Zeit, weil ich ja Single-Target, mache ich halt echt wenig Schaden, im Gegensatz zu dem, was ich immer eh Schaden mache, ne? Also ich brauch's quasi, dass ich möglichst viele Viecher auf einer Stelle habe, dass ich die wegleaven kann. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, oh nein, ich habe dieses Vier-Ding. Ah, nein, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist der Trade, der mich die letzten Male immer geratzt hat. Und zwar, wenn du auf 40% droppst, kriegst du ein 4 rein. Und das ist halt der absolute ätzende Trade, weil du ziehst eigentlich normalerweise nicht sonderlich viel defensives Zeug, wenn du voll bist. Und wenn du dann low droppst, dann versuchst du ja defensive Sachen zu ziehen. Das Problem ist, du droppst irgendwie auf 34%, willst eigentlich ein Def-CD reinhauen, aber dann bist du im 4 und die Mobs töten dich einfach, während du im 4 bist. Und das ist halt, also, das ist halt mit Abstand der ätzendste Trade, den es überhaupt gibt. Also wirklich mit ganz, ganz weitem Abstand. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier ein bisschen was zusammengezogen krieg. Ich laufe jetzt mit Absicht hier dran vorbei und versuche, die Mobs zurückzuziehen, dass ich einen großen Gigapull hinkriege. Warum bin ich jetzt aus der Bärengestalt raus? Das wollte ich eigentlich nicht. Weiß ich nicht, ob das klappt. Die Mobs, die wollen nämlich, glaube ich, nicht so. Dass wir den Ermächtigungsbonus ordentlich was reinhauen, ne? Ich versuche da zwar immer so ein bisschen zu gucken. Okay, ins Absorbschild ging der Einschlag jetzt rein. Ich war eh geroutet, ne? Also, da war nichts zu machen. Das kann ich, wenn man die auch killen kann. Ja gut, das Immunschild, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ganz nice gewesen.
Aber ich muss jetzt eh eine Weile laufen und dann macht das tatsächlich keinen Sinn. Immer noch eine Schlundratte, also ich muss ja eh alle Mobs töten. Aber die bringen mir dann immer Prozente hoch. Und wenn ich dann nicht moven kann, ist es besser, wenn ich defensiver bin. Weil sterben ist hier nicht so gut für die Punkte, ne? Das bringt ja 20 Minuspunkte. Und ich habe zwar einen Trade drin, dass ich manchmal keine Minuspunkte kriege, wenn es gut läuft. Ah, ich habe eh schon epischen. Warte, dann nehmen wir ihn mit, ganz klar. Ich wollte jetzt gerade den nicht mitnehmen, weil es gibt einen Punktebonus am Ende. Es gibt ja für alles mögliche einen Punktebonus, ne? Aber es gibt auch einen Punktebonus. Wenn du keinen epischen Trade hast, kriegst du halt auch nochmal, weiß ich nicht, 10 extra Punkte oder was das sind. Deswegen, außer der extra Bonus ist so stark, dass du ihn auf jeden Fall mitnehmen musst, versuchst du eher keinen epischen mitzunehmen, dass du halt diese extra Punkte bekommst. So, wenn du aber eh schon epischen hast, dann kannst du auch so einen mittelguten mitnehmen, weil egal, du kriegst ja dann eh keinen Bonus mehr, ne? Und der hier ist einer, wo es dann eigentlich schon Sinn macht, zwischen Bär und Katze die ganze Zeit hin und her zu zwischen Bär und Eule, besser gesagt. Jetzt habe ich hier diesen, seht ihr das, diesen Starfall Gedöns. Ich habe Ding noch gar nicht ready, aber Convoke habe ich ready. Oh fuck it, ich bin übelst geslowed. Sollen wir die mal desorientieren? Hauen den Slow weg, kriegen das Eulenzeug. Eigentlich ist die Kombi gar nicht schlecht, wenn ich den Slow drin habe, weil ich für den anderen muss ich dann eh in eine andere Gestalt shiften. Oh, warte, wenn ich die gleichzeitig töte, kriege ich auch nochmal einen Bonus. Oder nahezu gleichzeitig. Jetzt versuchen wir das mal. Holy moly, bin ich slow. Okay, der muss jetzt schnell sterben. Okay, das müsste gereicht haben, oder? Also 10 Sekunden, das denke ich mal, war easy drin. Okay, also den Bonus haben wir jetzt auch schon mal uns geholt. Jetzt könnte ich natürlich... mal ein bisschen gucken. Oh nein, wir haben den Vierer dabei. Zum Glück bin ich gerade noch in Bären gekommen, ne? Ich hab's gesehen und dachte mir, ah, kicken, leider kann ich eine Eule nicht kicken. Das sind die Kaltherzagenten, das sind die hier. Eigentlich sollte ich vorher immer gucken, was ist das für ein Mob? Soll ich Convoke jetzt für den, Ding raus? Eigentlich ist es wasted, ne? Convoke habe ich halt auch keine ready. Wisst ihr was? Nein, ich hau's nicht für den Boss raus. Scheiß drauf. Ich hoffe, dass ich da drin dann gleich einen Giga-Mega-Super-Duper-Pull habe. Ich könnte jetzt eigentlich hier eine einfach HT ziehen, weil es müsste im nächsten wieder die Abklingzeit weg sein. Ich glaube, es wären alle Abklingzeiten... Ich hätte mir die negativen Trades am Anfang anschauen sollen. Warum sage ich das? Ich habe jetzt dieses Slow-Ding, ne? Das Problem ist, ich habe anscheinend den 4-Debuff, das ist der eine, und der andere Kack-Debuff, den ich habe, oh fuck, jetzt, das ist natürlich schlecht. Jetzt wollte ich gerade in Eule gehen. Und den anderen, den ich habe, ist, dass die Gegner immer diese lila Linie hier, da kriege ich dann dauerhaft, das ist gut, da kriege ich dann dauerhaft, prozentual weniger Schaden, ne? Oh, ich habe irgendwas vergessen. 8 Minuten ist okay, na, ist nicht gut, ist aber okayisch. 22% Ermächtigung ist für Kalt jetzt auch gut, aber 96, 90 ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich die Ebene, wo kaum Mobs hier am Anfang sind. Ich weiß schon, dass ich die nicht mit nach oben gezogen kriege. Also die werden wir jetzt auch noch overcappen. Und oben im Rondell, da stehen eigentlich meistens viele Mobs. Und da werden wir dann auch alles reinlatzen, was wir haben. Was will die Ratte jetzt hier? Will die abhauen? So nicht, Kollegen. Schön ist jedes Mal... Oh, halt, das muss ich noch mitnehmen. Jedes Mal, wenn ich jetzt in die Katzenstalt gehe, kriege ich erstmal einen Speed-Effekt. Jedes Mal, wenn ich in Bären gehe, eine Heilung. Und jedes Mal, wenn ich in Eule gehe, kommt halt dieses Star-Ding. Ich weiß gar nicht, Reisegestalt kann ich nicht gehen. Und ich glaube, für die Heal-Gestalt, da gibt es nichts. Oder habe ich da jetzt gerade die Borg gezogen?
Wait. Nee, ich glaube, das war irgendein anderer Effekt. Fuck, ich bin geroutet. Das ist jetzt schlecht. Oh boy. Das ist jetzt ganz schlecht. Kann ich nicht mehr moven, jetzt habe ich 100% weniger Movement Speed. Musste ich da mal schnell rausswitchen. Kurz in die Eule. Muss alle mit Dings zudotten. Wir versuchen jetzt mal Verzweiflungstat hier. Ich will die neue Ding reinkriegen, den Ermächtigungsbonus. Deswegen haben wir jetzt mal reinconvoked. Nee, die kriege ich. Hat das noch gezählt? Ich glaube, es müsste noch in den Ermächtigungsbonus reingegangen sein. Ich musste bloß, ich will den Schadensmalus-Scheiß nicht kriegen. Weil das ist richtig der Rotz. Dann hast du dann, ich glaube, es ist immer 1%, ne? Bei jedem, in jeder Fläche, die du drin stehst, 1% weniger Damage. Und das auf die ganze Ding. Und wenn du mal 15 oder 20% hochgesteckt hast, ne? Das ist schon ätzend. Dann wird das halt noch zäher, als es eh schon ist. Aber deswegen habe ich gemeint, diesen einen Trade, dass du dann immer weiter geslowt bist und bei so vielen Mobs bist du halt sehr schnell auf 100%, den sollte man sich gut überlegen. Und die Kombi, die ich jetzt halt hier habe, mit dem einen ist es eigentlich ein Ausschlusskriterium. Also wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich mir am Anfang halt einfach die Qualen durchgelesen, hätte gesehen, ah okay, ich muss viel rausmoven, weil sonst mache ich halt weniger Schaden durchgehend, dann hätte ich den nicht mitgenommen, ne? Aber ich war anscheinend nicht clever genug. Hab da nicht drauf ge... Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob das sinnig ist. Ich hab alles auf Abklingzeit. Ich will eigentlich nicht sterben. Das ist schlecht, ne? Ich hab leider nichts ready. Wenn ich da rip, wäre es halt eher suboptimal. Wenn ich jetzt so einen großen Pull mache. Potten, das kriegen wir hin, oder? So stark dürften die ja nicht sein. Ja, komm, die kann. Muss die schnell wegkicken, dann gehen wir in die Eulengestalt. Also ich sehe, ich spiele jetzt hier ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich sterbe, ne, ist halt Kacke, tatsächlich. Rausdingsen. Oh, der fährt mich. Das Rentieren ging noch durch, okay. War jetzt tatsächlich nicht so der Stress, wie ich dachte. Ich dachte, die ratzen mich halt übelst weg. Nee, ihr sollt den Kack hier nicht casten. Das wollen wir nicht. Okay. Jetzt haben wir auch gleich den Ermächtigungsbonus wieder und haben Inka und Ding ready. Das sieht doch gut aus. Dann kann ich da oben nochmal einen größeren Pull machen. Oh, hier ein bisschen mehr Hound Damage. Das nehmen wir auch mit. Schauen wir mal da oben. Ja doch, ich denke mal, da müssten wir noch mal ein bisschen was zusammenpullen können. Checken wir alles. Okay. Ja, oder haben wir gleich einen krassen Einschlag? Gleich schon mal die Wall gezogen. Holy Moly, habe ich das abgekriegt? Nee. Jetzt haben sie mich wieder geroutet.
Kackvieh hier, echt. Okay, jetzt haben wir hier nochmal den Elite-Ding. Perfekt, da ging jetzt einiges. Also, ich glaube, Ermächtigungsbonus waren wir jetzt relativ gut, ne? Also da, das war jetzt, also perfekt natürlich, ne? Da geht immer noch ein bisschen Luft nach oben, ist immer, aber das waren jetzt zwei halbwegs große Ermächtigungsbonus-Packs, wo eigentlich alle Elite, glaube ich, noch reingegangen sind. Das sah nicht so verkehrt aus. Ich glaube, Mobs haben wir auch alle weggeräumt. Kaltherz ist halt so mein unliebstes Ding eigentlich. Ich mag das tatsächlich nicht so gern. Ja gut, mit einer Convoke auf 30% runter, das kann sich sehen lassen, ne? Hätte ich vielleicht vorher meinen Hauen-Stacks drauf gemacht und dann erst rein convoked, wäre noch ein bisschen mehr gegangen, denn mit jedem Stack mach ich mehr Schaden. Also es sind dann 6% mehr, theoretisch. Ja, ist halt die Frage. Vollmond, das ist gut. Schauen wir mal, ich müsste eigentlich alles mitgenommen haben, oder? 52% Ermächtigung! 100% 7 Minuten! Also, das ist ja godlike! Also, jetzt darf ich bloß nicht verkacken, indem ich irgendwo dumm sterb. Aber, habt ihr gesehen, wir sind noch kein einziges Mal gefeiert worden. Also, das ist halt auch gut, ne? Weil das Problem ist, wenn ich einmal unter 40% drop, werde ich gefeiert und dann kann es halt sehr schnell hinten rumgehen. Also das ist dann halt schneller RIP, als man denkt. Was haben wir denn? Den Wurm habe ich als Gegner. Okay. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Ah, hier habe ich halt so ein Piece, ne? Jetzt ist halt die Frage, ob ich Transmog Overrun stelle. Das sind halt einfach nur Kacksachen, die ich hier schon wieder krieg. Was hab ich denn? 600. Alle Waren und Dienste erhältlich. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ich hole mir meinen Transmog. Ich hoffe, das sabotiert mir dann nicht overall den Run, dass ich es dann knapp nicht schaffe. Ah Mist, jetzt kann ich das Ding nicht mehr holen. Es ist halt jetzt bisschen auf Risiko gegambelt. Wir nehmen mal den Free Death mit. Alles ist verhandelbar. Ja gut, ich hätte mir halt zwei andere gute Trades holen können, anstatt dem, ne? Aber irgendwann will ich halt die Transmog-Sachen mal fertig kriegen. Und, ja. Schauen wir mal. Mich würde es ärgern, wenn es am Ende dann wegen wenig nicht reicht, ne? Würde mich dann tatsächlich ärgern, aber dann ist es so. Wollen wir hier mal halb... Oh fuck, wir haben zwei Vierer. Zwei Agenten. Ja gut, also ich sag mal so, die hätten mich jetzt auch in dem Vier nicht gekillt, ne, ganz klar, aber warum sich vieren lassen? Jetzt habe ich ja beide Mondfeuer-Trades, heißt, ich sollte im Optimalfall jetzt mal alles Mondfeuern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Kriege ich hier vielleicht ein bisschen größeren Pull zusammen? Naja, das ist für Convoke ist es zu wenig, oder? Für Convoke sage ich für eine Inka und ein Ding. Komm, ich kann mal so rein convoken. Ja. Schauen wir mal, dass wir oben vielleicht nochmal eine große Plattform finden, da alles reinjuckeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist einmal komplett gefüllt. Ich hoffe, da oben kommt noch irgendwas Größeres. Halt schon wieder Kacke. Ja, ich habe schon zweimal Lifesteal. Nehmen wir mal das Mondfeuer, dass sie weniger Schaden machen. Ein bisschen was bringt es auch. Hinten noch was? Nee, da hatten wir alles. Okay, aber also mit der Plattform kann ich eigentlich leben. Muss ich halt alle Dinger durchdingsen. Ja, so viele Mobs sind halt jetzt hier leider nicht, ne? Ich weiß nicht, oben wäre jetzt halt noch eine größere Plattform gewesen. Ich hätte die wahrscheinlich nicht hochziehen können.
muss die Dinger halt auch immer aufmachen. Das bringt halt auch Ermächtigungsbonus. Da haben wir noch einen Schlüssel. Ich glaube, da hinten war auch noch einer gelegen, ne? Jetzt läuft mir halt der Ermächtigungsbonus so langsam davon. Ich hätte es, glaube ich, wahrscheinlich sind da oben mehr Mobs, ne? Ja, geht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die noch dazu ziehen können. Da unten muss irgendwo noch ein Schlüssel sein. Muss man alle dotten hier? Ja, lieber mal eine Wall gezogen. Das war jetzt unnötig, ne? Ich habe dann gar keinen Schaden bekommen durch das Ding. Aber diese Einschläge, ich hatte das früher schon öfter. Da kommt dann so ein Kack-Einschlag und der ratzt mich einfach so aus dem Leben, dass er mich von 100 auf 0 zieht. Deswegen bin ich da ein bisschen panisch im Kaltherz, dass ich da immer jetzt, wenn ich sehe, da kommt so ein Einschlag, ich kann nicht rausmoven, weil ich sonst was drauf habe, immer lieber eine Wall oder irgendwas ziehe. Ja gut, also ich meine, ich habe da unten ein Dings vergessen. Ich kriege jetzt jedes Mal ein Roar, wenn ich Ding ziehe hier in die Katzengestalt. Da hinten war, glaube ich, noch ein Schlüssel, ne? Ja, den habe ich dann nicht mitgenommen, weil ich die Mobs weitergezogen habe. Okay. Es ist nämlich immer so, es liegen zwei Schlüssel vor der Truhe, ein Schlüssel nach der Truhe. Mein Gott, ich versuche die ganze Zeit zu schnaken, hier zu stechen. Ich habe jetzt, es ist heute arschheiß, ne? Und jetzt dachte ich mir, komm, machst du halt alle Fenster auf, das bisschen durchzieht und das bringt tatsächlich was. Aber das zieht halt das Viechzeug an, wie nochmal was. Wie das Licht die Motten, ne? Oder halt jetzt hier die Schnaken in dem Fall. Ich dachte, ich spring runter hier. Das ging fast schief. So, also hier muss dann irgendwo noch der Schlüssel liegen. Ja gut, 50% mehr Leben haben wir durch den Dings-Trade schon bekommen, ne? Also ist nicht so verkehrt. Wieder geroutet worden. Kriegt er mich gefiert? Ne, ich bin weit genug weg zum Glück. Das ist gut. Noch ein Convoke-Trade. Nehmen wir den Schlüssel mit. Die Mobs ignoriere ich jetzt komplett, weil die meisten hatten ein Ding drauf. Wir gesehen, fast alle gestorben an dem einfach an dem Mondfeuer, dass die Mobs runtertickt und halt die verschiedenen Effekte triggert. Diesmal habe ich keine Wall gezogen, aber es ging easy aus. Okay. Easy. Dann haben wir hier leider den Bonus noch nicht. Und dann kann ich ihn vielleicht auf den Endboss ziehen. Ach, ich muss noch zurücklaufen wegen der Kiste. Ich glaube, ich habe soweit alles mitgenommen hier. Dann, aber, also, ja, ich denke mal, es könnte eigentlich reichen, oder? Wir haben relativ gute Prozente gemacht. Das war nicht schlecht. Zwei Gegner in 10 Sekunden, haben wir die getötet? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube schon vorher, oder? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder war das im letzten Run? Irgendwie, wenn ich die ganze Zeit Torgas laufe, dann weiß ich gar nicht mehr, wo der eine und wo der andere Run aufhört. Das, also, die Zeit müsste, ist jetzt nicht gut, aber die ist okay. Prozente haben wir eigentlich alles mitgenommen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher rein. Ach, ich glaube, Convoke wird nicht nochmal ready, oder? Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Nicht, dass wir. Der Part of the Wand. Naja, hätte ich vielleicht lieber auf den Endboss gezogen, weil da zählt es ja, da kriegst du ja dann auch nochmal extra Prozente. Aber das müssen wir jetzt dann gleich mal gucken. Müssen ja jetzt dann noch Trades kaufen. Brechen wir den mal ab. Nehmen wir das Mondfeuer mit. Okay, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir? 98, 23. Okay, das ist in Ordnung. Hast du vor dem Patch 20 Seelen eingesammelt je Woche?
Wie meinst du das? Ach, du meinst für die Dings da, Bumster. Ach Mist, jetzt habe ich hier alles voll. Du meinst für das Sanktum, ne? Meistens eigentlich schon, ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich 500 noch über habe. Ich das kauf und hier eins, haben wir noch 600, ne, jetzt kann ich mir noch was 125 technisches kaufen, das könnte ich mir kaufen, kaufen wir das hier, 500, dann kriege ich nämlich noch einen extra Bonus. Na super, das war jetzt mal überhaupt nicht wert. Okay, gut, jetzt können wir da den, aber Convoke ist noch nicht wieder ready, ne? Das ist noch nicht wieder ready. Ich könnte ihn jetzt erst... Ach, der hat eh noch... Ja, ja, okay, wir fangen da nicht mit Convoke an, wir machen das anders. Warte mal, bringt der Boss auch noch Ermächtigungsbonus? Müsste ich eh mal gucken, dann sind die es vielleicht am Ende eher. Alter, okay. Das Ding haben wir zerstört. Wir haben 246 Punkte. Schau dir das an. Also Kaltherz hasse ich ja wie die Pest, aber der Run war ja die Zerstörung, ne? Wir haben gut 98%, da könnten wir mehr haben. 38% Ermächtigung. Das war halt ziemlich gut tatsächlich. Dann Zeit mit 22 Minuten, 35 Punkte ist auch gut. Also für einen Tank bin ich gut durchgekommen. Brandschatzer haben wir, Erlöser haben wir, Fallenmeister haben wir, Räuber haben wir, Retter haben wir, Draufgänger, Plünderer, Scharfrichter. Boss in weniger als 40 Sekunden habe ich sogar getötet. Ich hätte am Anfang vielleicht gleich drauf konvoken sollen, die 6% Ding weg. Da ging ein bisschen was sogar in die Leere. Und Horter haben wir auch noch mit 500 extra Punkten. Ja, das war ja easy. Und diesmal looten wir sogar die Seelenasche raus. Jetzt können wir nochmal ein Ding machen. Hier einen Run oben. Muss ich mal gucken. Okay, wir sind jetzt am Cap. Das passt eh. Das lief ja super duper. Das war ja richtig entspannt, da heute durchzukommen. Und ich habe mir irgendwie gedacht hier, ne, nach dem einen, was ich letzte Woche hatte, da habe ich einen halben Abend dran rumgeprogressed. Und hier ist halt wie ob das 3 Stufen drunter wäre oder sogar noch leichter. Krass. Okay, da sollten wir vielleicht doch nicht reinlaufen. Nehmen wir die mal alle zusammen. Das sind blöderweise Caster, ne? Achso, ich wollte doch nicht durchstaffen. Ich wollte gerade denken, ich wollte ja durchstaffen, aber nein. Wir wollen ja die 1000 Anima zusammenkriegen, dass ich mir das Epic-Teil kaufen kann beim Endboss, ne? Das muss ich ja noch schaffen. Okay, jetzt macht er dann doch schon ein bisschen Damage. Ah, jetzt ist das erste Mal der 4 geprockt. Habt ihr das gesehen? Bin ich noch rausgekommen mit meinem Blink? Ja, ich habe keinen Debuff, dass ich weniger... Lauf, kleines Mädchen. ...weniger Schaden nehme. Hi, wann machst du ein PvP-Einkaufsvideo? Du meinst die alten... Die Wolke? Ach komm, nimm mal die Wolke mit. Meinst du für die Ehrenabzeichen? Weil die aktuellen Sets für Ehre habe ich mir jetzt alle gekauft. Die Woche ist ja das Kinderspiel, ne? Und da habe ich das eine... Apropos, ich muss wieder mit einem Twink melden. Die aktuellen Sets habe ich mir alle gekauft. Also, ich habe mir alle Ledersachen gekauft für Ehre, die Season. Alle Ketten, Platten, Stoffsachen und auch alle Waffen für Ehre habe ich mir schon gekauft. Und den Rest habe ich jetzt umgewandelt zu Ehrenabzeichen. Und ich habe jetzt... Also, mit Main habe ich eh noch einige... 1849. Und auf dem zweiten Account, da habe ich das andere auf den Twink geschickt. Da habe ich noch 600. Also habe ich jetzt... Ja, so
1450, so was um den Dreh haben wir. 2450, also fast 2200. 2500. Holy moly. Richtig verwirrt, der Junge. Ich denke mal, ein paar werde ich die Woche auch noch machen, ne? Mal gucken. Ich bin überlegen, vielleicht farme ich mir 3000 oder so zusammen und dann mache ich ein eigenes Video, wo ich die alle auf den Kopf hauen, dass man das nicht in ein Ding macht. Man kann sich Ehrenabzeichen kaufen. Ja, gegen Ehre. Da habe ich aber auch schon ein eigenes Video zu gemacht, als das reinkam in Shadowlands. Das haben die irgendwann... Es kam nicht mit dem Start rein. Ich glaube, das kam mit dem 905er-Patch, glaube ich, oder? Ja, doch. Habe ich ein Video zu gemacht. Ja. Also du kannst... Achso, jetzt ist der viel geprockt. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so vorsichtig wie vorher die ganze Zeit. Jetzt machen wir hier sind wir so ein bisschen Draufgänger-Modus. Weil jetzt, wenn ich sterbe, ist eh wurscht. Die Punkte haben wir, ne? Machen wir hier einen super supi Multipull. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Achso, ich wollte immer mal in die Eulengestalt gehen. Für den Proc. Harry, ich grüß dich. Ja, also du kannst dir halt für 2000 Ehre, kannst du dir eine Box kaufen, da sind 5 Ehrenabzeichen drin, ne? Ja. Heißt, für 400 Ehre kriegst du ein Ehrenabzeichen. Ne, aber gut, du musst halt warten, bis du dann die 2K hast, dass du die Box kaufen kannst. Aber als Umrechnungskurs, oder? 4 mal 5 ist 20. Sollte stimmen, ja. Genau. Achso. Ist resettet. Wir müssen anderes lang. Ich will halt hier noch die 1000, Dings zusammenkriegen, falls bei dem Händler auf dem nächsten Stockwerk dieses seltene Epic-Teil ist, was ich beim letzten Run drin hatte, wäre das doch ganz gut, tatsächlich. Deswegen versuche ich jetzt hier noch ein bisschen was mitzunehmen. Hast gerade gesehen, okay, passt. Super. Schauen wir mal, ob wir jetzt da noch knappe 300 zusammenkriegen. Hütet euch. Hier sind schon noch ein paar Mobs, ne? Muss ich wahrscheinlich alle Türen... Also ich brauche 1000. Dann müsste es auf jeden Fall reichen. So, 250 brauchen wir noch. Sind schon mal kaputt. Ja gut, hier in der Mitte sind noch ein paar. Können wir noch wegnatzen. Ist angenehm, ne, dass man das Phantasma jetzt nicht mehr selber looten muss. Ah, okay, da geht's weiter. Dann machen wir erstmal hier in der Mitte. Elite-Mobs? Ne, die haben bloß so ein relativ... Doch, da ist ein Elite mit dabei. Komm, Convoke mal einfach mal rein. Na gut, jetzt brauche ich auch keine Inka mehr ziehen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Also wenn ich diesen einen Trade krieg, ne? Dann müsste ich mir fast die Eulengestalt binden. Das wäre schon ganz sinnig. So, jetzt haben wir dann gleich 800 Punkte, aber ob das nur reicht, ich brauche dann halt noch 200, ne? Muss halt wirklich wahrscheinlich alles hier mitnehmen. Und dann ist wahrscheinlich der Trade nicht da, ne? Ich sehe schon kommen. Ist nicht
Unterschätzt mich nicht. Nö, würde ich nie machen, dich zu unterschätzen. Niemals. Ja, mal schauen, der Boss bringt vielleicht noch ein bisschen was. Weil vorhin war es schon blöd, ne? Da war das richtige Item da und dann hatte ich halt nicht genug Punkte tatsächlich zusammen. Die alle mit Mondfeuer zu spammen. Okay. Warte, killen wir noch. Da stehen noch zwei, da ist noch einer. Ob das noch reicht? Ich kann das nicht angreifen. Nicht, wenn ich den Geist saug, das dürfte wahrscheinlich nichts bringen. Das ist zu weit entfernt. Wir gucken jetzt trotzdem, wir müssen hier irgendwie noch ein bisschen was rausquetschen. Oh, die Modi ist geslowe, ne? Ach, schau mal, dieses Mittlerteil. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was von. Echt. Hier. So ein Anima-Trade wäre jetzt gut. Ja, Anima sage ich hier. Phantasma. Ich brauche halt immer noch 150, ne? Ausgezeichnet. Alles noch in einem Stück. Schau mal, was gibst du mir jetzt so? Ah, perfekt. 400 Anima. Hätten wir gar nicht so einen Zinnober machen brauchen. Ach, jetzt habe ich in der Bärengestalt. Ah, boah, ich habe mich verdrückt, ne? In der Bärengestalt convoked. Ja, das war... das war jetzt ziemlich kacke. Ja, egal. Das heben wir uns mal auf für den Boss noch. Endboss. Echt, da hat es manchmal noch Fallen mit Phantasma. Oh, das brauchen wir ja jetzt gar nicht. Richtig rein verkackt, ne? Einfach, also wer seht, der Convoke in der Dingsgestalt hat vorher den Boss übelst runtergezogen. Wenn ich das Bär ziehe, da kommt fast gar nichts rum. Das macht dann schon ein bisschen AE-Schaden, ne? Aber Single-Target ist in der Eule wesentlich besser oder dann halt in der Katze, wenn ich die Katzen-Affinity drin habe. Könnte man hier immer so ein bisschen Eule swappen. Ach, Mist, jetzt haben wir... genau dann will ich nicht in die Eule swappen, ne? Kannst du dann natürlich sein desorientieren, shit. Dann kann ich mir halt immer hier dieses... Wie heißt denn das? Sternregen kann ich mir dann holen. Ja. Ich meine, jetzt wahrscheinlich auch eher AE-Schaden als Single-Target. Haben wir da jetzt auch nochmal Phantasma gegeben. Jetzt habe ich fast 1500. Also wenn der... Ich hoffe, der hat jetzt was Cooles. Schauen wir mal. Stock 7. Jetzt enttäusch mich nicht, Kollege Händler. Alle Waren und Dienste erhältlich. Nice, da hat er eins für 1000. Sollen wir eine Waffe oder einen Trade holen? Komm, nehmen wir die Waffe mit. Bis zur nächsten Transaktion. Bei Trades kriege ich halt oft auch Kacke. Oh, die Abklingzeit von Convoke ein bisschen runter. Können wir es ein paar Mal öfter ziehen. Gut, dann schauen wir mal, ob der Endboss mir... Warte mal, ist das einzigartig, dieses eine Teil? Nee, das können wir mehrere kriegen, okay. Hoffe ich zumindest. Weil vom Mittler muss ich jetzt ein anderes noch kaufen. Was ist jetzt das Transmog? Haben wir? Nee, da steht jetzt nicht einzigartig dran, ne? Nicht, dass ich, wenn ich jetzt dann gleich das hole, dass ich das dann bereuen muss. Dass ich das bereuen muss. Der wird wahrscheinlich wieder 2 Millionen leben. Ist es der gleiche Boss wie vorhin auch? Der Sieg ist nahe. Oh boy, das ist halt einfach der gleiche Hampelmann, den ich vorhin auch schon unbesiegt habe. Unbesiegt, umgehauen. Und besiegt, so rum. Ja gut, dann... Machen wir das mal so, komm, ziehen wir mal alles drauf. Halt, warte mal, das hier wollten wir auch noch. Ach fuck, jetzt habe ich mich übelst verklickt. Jetzt habe ich die Inka auch noch gezogen. Ach, das macht der prozentual, weil jetzt habe ich ihn um 50% runtergehauen, ne?
gesehen. Ich hätte, wenn ich mich nicht verdrückt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich weiter runter gepusht. Weil die Geschichte ist, wenn ich weit weg bin, setzt der Eulenzauber ein. Wenn ich nah dran bin, setzt er halt Melee-Sachen ein. Also er macht das schon halbwegs clever. Deswegen, wenn die Bosse in Melee-Range sind, dann mache ich mit der Eule weniger Schaden, weil dann auch anfängt hauen und andere Sachen zu machen, ne? Was dann nicht so optimal ist. Aber gut, 50% ist ja schon mal was. Aber der hat diesmal nicht so viel Leben. Kann das sein? Das letzte Mal hat er doch 2k. Jetzt hat er da irgendwie 50% sind halt 600.000, ne? Dann wird er halt mit dem bisschen, was er über hat, wahrscheinlich 1,3 oder sowas haben. Bisschen über 1,3. Dann nochmal hier in die Eulengestalt mit dem Proc holen. Wahrscheinlich fängt er bei 50% seinen Shit an. Cast. Obwohl, nee, der hat ihn das letzte Mal dann zweimal gemacht. Wahrscheinlich bei 75 und bei 25 oder... Macht dann dreimal. 35. Der macht das alle... Ne, alle 33% wird er wahrscheinlich etwa seinen Kack reinhauen. Hätte ich einen Ticken abgewartet und die Convoke, dann hätte ich ihn vielleicht wegratzen können, bevor er die Typen nochmal holt. Na ja, gut. Das nächste Mal weiß ich's. Ich dann kurz bevor ich auf ein Drittel komme, nochmal rein Convoke. Achso, warte mal, ich wollte die ja alle dotten. Dass die ein bisschen... Kriege ich ja nochmal extra Damage. Der eine ist schon mal weiter runter getickt, weil da ein paar Einschläge reinkamen. Das habe ich noch nicht angelegt. Na ja, gut. Jetzt hat Convoke irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Liegt vielleicht auch daran, wenn ich Herz der Wildnis anhab, ne, dann macht das alles nochmal 30% mehr Schaden. Dann wämmst das schon nochmal ein Stück mehr rein. Und am Anfang, wenn ich einen Boss pull, das hat einfach gar nichts gedroppt, okay. Super, ich hab Anima gekriegt. Uhu, Anima. Oh, warte mal, hab ich den Ermächtigungsbonus? Ah ne, den habe ich jetzt, glaube ich, nochmal gekriegt, ne. Gut, dann sind wir auch mit dem Run wieder durch. Und jetzt sind wir bei 3 von 6, also die Hälfte haben wir jetzt an quasi perfekten Runs. Von den anderen werde ich dann auch nochmal Aufnahmen machen, sobald die richtigen Korridore ab sind. Und ja, und dann sehen wir uns quasi dann wieder, Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.